Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Ja, ich muss immer gucken, ob die Birne hier drauf ist. Lenker bleibt gerade. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was haben wir diesmal? Diesmal haben wir eine schöne Vespa. Ja, die ist richtig geil. Und ich drehe hier mal den Schlüssel um und dann drücke ich mal den Startknopf und dann hören wir, dass wir nichts hören. Also die hat schon böse Probleme, da muss ich unbedingt ran, damit ich der netten Dame, ne, endlich wieder ermöglichen kann, dass mit ihrer schönen Vespa durch die Gegend fährt. So, ich zeige euch die jetzt mal so ein bisschen, so einen kleinen Rundumblick. Das kennt ihr ja schon von mir. Also, es ist ein hübsches Ding. Ja, Traum in Weiß. Ne? Gut, das muss ich jetzt mal kurz hier zeigen. Hier mit der Sitzbank. Oh. Ne? Wenn wir das hier so sehen, eine Person finde ich okay, aber die zweite, wo sitzt die? Auf den Riemen? Ja, manche sitzen auch gerne auf den Riemen, habe ich gehört. Ne, auf jeden Fall ist das schon ein bisschen eigenartig. Ne, ansonsten ist das ein schönes Ding, was auch in gutem Zustand ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ne, alles original, so wie es aussieht, auch nicht verbastelt. Reifen okay. Ne, ja, ne, ja, da so ein hübsches Mädel drauf. Ne, ist nicht schlecht. Ne, kann man nicht meckern. Dann guckt mal. Die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Das ist ein Zweitakter, wenn ihr euch den Auspuff anguckt und auch den Hauptständer. Da ist ganz wenig Rost dran. Ja, das ist hier übrigens die Bezeichnung. Ne, S50. Und welches Baujahr die jetzt genau ist, weiß ich auch nicht. Dann gucken wir hier nochmal auf den Tacho. Was hat sie gelaufen? Ach, das ist ja gar nichts. 5870. Ja. Na, also das ist wirklich nichts. Ne, komisch, Batterie, beziehungsweise hier zeigt er voll an, aber es passiert nichts. Naja, haben wir wieder eine Aufgabe. Angemeldet ist auch noch, das heißt, ich kann dann auch eine Probefahrt machen, wenn sie wieder läuft. So, jetzt mache ich mal das Helmfach auf oder Staufer. Seht ihr, auch niedlich, ne? Ja. Klappe das mal hoch und dann gucken wir mal hier rein. Hier fehlt schon mal was. Ja, und zwar gehört hier so ein Plastikeinsatz rein. Vielleicht hat man den schon rausgenommen, weil man versucht hat. Der hat angeblich keinen Zündfunk und man hat einiges versucht, wie Kerze gewechselt und dann hat man den vielleicht zu Hause liegen lassen. Ja, dann haben wir hier noch eine Seite. Haben wir noch hier. Die Nummern und so ein Kram. Ne, zur anderen Seite haben wir die Fahrgestellnummer. Die ist hier eingeschlagen. Ne, und ich habe da ein Kabel gesucht, was ich bisher noch nicht gefunden habe. So, wir können hier auch nichts groß abbauen. Das ist alles kein Plastik. Ne, hier unten schon. Ne, ja, hier sind Fingerabdrücke drauf. Ne, hoffentlich nicht von mir. Ne, also das weiß ich auch nicht, aber wir haben genügend Platz, um da ranzukommen, wo ich rankommen will. Na, und insofern, na, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Jetzt habe ich mal den Batteriedeckel abgemacht, habe mein Messgerät rangepackt und entweder haben wir hier keinen Kontakt oder die Batterie ist mausetot. Na, das sieht ganz schlecht aus, der zeigt ja gar nichts an hier. So, besser ist immer, wenn man zweimal testet. Ne? Ja, ich habe hier so eine Glühbirne. Ja, was ist jetzt was? Plus Masse. Ja, Ganz schwach. so ein ganz bisschen leuchtet die Birne. Na, ich muss sie mal, das könnt ihr ja gar nicht erkennen. Ich muss sie mal hier so ranhalten. Seht ihr das? Wow. Ja, wenn du mit so viel Licht durch die Gegend fährst. Naja, die scheint also extrem tot zu sein, aber vielleicht können wir sie noch laden. Ich habe jetzt meine Arbeitsbatterie rangemacht, ne?
Ja, hier leuchtet dann schon mal was. Und komischerweise ist jetzt der Tank auch ganz voll mit einer guten Batterie. So, jetzt drücke ich nochmal den Starter und gucke mal, was hier passiert. Der Motor dreht und das war's. So, Kerze habe ich rausgemacht. Die scheint neu zu sein, aber wir haben gestartet und sie ist furztrocken. Jetzt werden wir mal gucken, ob sie einen Zündfunke hat beim Starten, weil das soll ja eigentlich das Problem sein. Jetzt bin ich mal ganz nah rangegangen mit der Kamera. Drücke mal, da hier Metall ist, müsste er normalerweise von hier auch Masse kriegen. Also ich sehe gar nichts, ne, was natürlich nicht viel ist. Ich habe jetzt mal das Kompressionsmessgerät angeschlossen. Wir machen mal den Zündschlüssel rum und dann gucken wir mal, wie viel Druck der Motor noch entwickelt. Tja, ich würde mal sagen, das sieht verhältnismäßig gut aus. Das sind hier 7 Bar und ich verlasse mich nicht mehr so sehr auf diese Geräte, weil die doch schon extrem schummeln. Aber mit 7 Bar kann ich gut leben. So, ich habe das Gerät entlüftet. Jetzt, weil ja immer so tolle Sprüche kommen, jetzt probieren wir das Gleiche nochmal mit dem Kickstarter. Bei mir allerdings nur aus einem Grunde, weil man sollte lieber zweimal prüfen, bevor man einmal prüft und hat vielleicht eine Fehlmessung. So, wenn wir jetzt hier schauen, haben wir einen ganz kleinen Tick mehr. Hier haben wir glatte 7, vorher war er unter den 7. Ne? Also so ein Unterschied, ne? Ist da nicht. Vorsichtshalber nehme ich jetzt nochmal das Gerät, ne? Und gucke nochmal damit, weil man das besser sehen kann. Also hier, ich habe ja Augen, ja, wie die da am Himmel und so immer rumschwirren. Wie heißen die? Flugenten. Ne? Ja, so, wir gucken mal. Also selbst mit Augen, ne, wie unter Bundesadler, ne, kann man hier nichts sehen. Da kommt nichts. So, ich lasse das jetzt mal eine ganze Zeit lang laufen, weil ich gucken will, ob die Kerze feucht wird. Das habe ich vorher auch schon mal gemacht, meine Lieben. Ich habe die nur handfest gemacht. Das ist zum Arbeiten völlig ausreichend. Und jetzt gehe ich mal bei, schraube die Kerze raus. Und die sollte normalerweise jetzt eigentlich abgesoffen sein. Na, wir schauen uns die mal an hier. Und ich muss euch ganz offen und ehrlich sagen, ja, wo ist sie denn im Bild? Da. Ich sehe nichts. So, ich mache jetzt noch mal was, weil ich das cool finde. Ja. Kann man nämlich auch gucken, ob hier Sprit an der Kerze ist. Ja, also hier ist gar nichts. Und damit ihr das mal seht, ne, zeige ich euch das jetzt noch mal. So, jetzt mache ich das gleiche Spiel noch mal mit dem Feuerzeug. Ja, Finger weit weg. Seht ihr? Jetzt ist schon weg, ich habe da so ein bisschen Startpilot drauf gemacht. So kann man auch testen, ob Sprit an die Kerze kommt. Jetzt habe ich mal den Vergaser gelöst, habe geguckt, hier im Schlauch ist Benzin drin, aber wir werden das gleich nochmal überprüfen. Den Luftfilter haben wir auch abgebaut und bauen auch den Vergaser gleich aus und machen den mal sauber.
weil irgendwie ist mir das alles ein bisschen unheimlich hier. So, Leute, nachdem ich alles gelöst habe, ja, bin ich jetzt der Unterdruck. Ja. Ne, ich nehme mal den Rüssel im Mund und dann sehen wir, dass da Sprit rauskommt. Also der Unterdruck, Benzinhahn ist auf jeden Fall in Ordnung, Sprit kommt. Tja Leute, ich muss jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Ja, Kaffee ist auch gekommen. Ne? Oh, ich glaube, ich war zu lange unterwegs. Der Kaffee ist echt ein bisschen kalt. Ja, dann machen wir das anders. Ich habe hier noch was stehen. Hier, ne? Guckt noch mal hin. Ja, heute ist alkoholfreier Tag. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ich laufe die ganze Zeit. Ich muss das jetzt alles noch mal so durch den Kopf gehen lassen. Mit Lichtmaschine und mit CDI und diesem ganzen Kram. Ne? Ja, ich habe gedacht, das ist eine kleine Sache. Aber wie es dann so ist, ne? Ja, dann entwickelt sich das. Und so, und deswegen müssen wir mal gucken, wo der Fehler ist. Ja, meine Kinder rufen wieder nach Papa. Ja, Kuckuck, ich bin's. Hier sitzt hier wieder der schöne Elefant. So, wir zerlegen das Ding jetzt mal ganz. Ja, haben schon hier ein paar Schrauben losgemacht. Jetzt hier noch. Und dann gucken wir mal, ob wir da rankommen, wo wir rankommen wollen. Ja, liebe Schraube, löse dich. Das andere habe ich mir jetzt verkniffen. Alles in der Magnetschale und dann gucken wir mal. Ja, wir gehen jetzt Punkt für Punkt durch. Wir haben also keinen Zündfunke, dann haben wir hier, das habe ich jetzt gewechselt, Piaggio hat das, ne, einmal die Zündspule und einmal die CDI in 1. Das ist das Teil, was da drauf war, das ist auch ein Piaggio-Teil, das sollte normalerweise funktionieren. Ja, der eine Schalter hat wohl auch einen weg, dann drücken wir mal die andere Seite. Und wir sehen hier gar nichts. So, nachdem das dann nichts gebracht hat, ne, bin ich jetzt beigegangen. Hier ist so eine komische Steuereinheit, die für alles Mögliche ist. Die hatte ich zufälligerweise noch liegen, habe die mal darauf gemacht. Hier ist das Original. Weil es könnte auch da eventuell ein Problem sein. Also versuchen wir nochmal. Ach, dieser doofe Schalter, das ist ja schlimm. So, das Ergebnis ist genau das gleiche. Wir haben keinen Zündfunken. So, nächster Schritt ist, ich zerlege den jetzt weiter. Ne? Hier lösen, wir nehmen die Kappe runter und dann kann ich hier oben, müsste der Pin sein, dann könnte ich da messen, ob da ein Signal kommt, weil hier an dem Stecker ist das nicht möglich, der sitzt so beschissen, da kommt man schlecht ran und da sind zig Kabel, da weiß ich nicht, was der Pin ist. So, ich habe jetzt habe das Gerät auf oben eingestellt, jetzt habe ich hier eine 1 und jetzt messe ich, ob das Kabel vom Pin Durchfluss hat oder ein Kabelbruch. Ne? Und dafür nehme ich jetzt, ich habe mir hier sowas gebaut, weil man auf den Stecker so schlecht drauf kommt, ne? Nehme ich jetzt einmal das hier, das lege ich hier so drauf, dann hat es Kontakt und jetzt muss ich hier reinstechen in das Kabel und dann sollte sich da irgendwas tun. So, seht ihr hier die 1, so, jetzt wieder. Ne? Aufstechen aufs Kabel, dann muss er irgendwann hier Kontakt kriegen. Durch die Isolierung, zack, und dann sollte hier eigentlich irgendwas passieren. Nicht, dass ich gleich in meinem Finger bin hier. Ja. Ach, das ist die schwarze Isolierung und jetzt muss ich an das Kabel. Ja, das ist dieser Vorführeffekt. Eben hatte ich es doch, Mensch.
Da geht nix. Jetzt haben wir es. Ja, manchmal dauert das ein bisschen, bevor man ihn drin hat, ja, und mit dem Reinstecken und so. Na, ja, das hat sie echt gesträubt. Aber seht ihr, jetzt ist es auf Null, also alles super. Das Kabel ist auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt gehe ich auf den Pin. Da seht ihr, dass sich nichts tut. Na, normalerweise ist der ja damit verbunden und der müsste jetzt auch leiten. Das macht er nicht, also gehe ich mal davon aus, dass dieser Pin kaputt ist. Na. So. Er ist wieder da. Wieder hier. Schlagschrauber, 15er Nuss. Ach, das war die falsche Richtung. Boah, Müller, jetzt geht's aber los. Ja. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir den Polarzieher ranhängen und dann das Teil runterholen. So, ich habe jetzt hier einen Polarzieher drauf gemacht, die Schraube schon mal mit der Hand festgezogen. Und jetzt nehme ich einen Schlüssel und dann sollte normalerweise irgendwann sollte es knacken. Eventuell müssen wir noch zum Halten jetzt hier was reinstecken. Da habe ich auch noch so ein Teil, weil da ist schon ganz schön Kraft hinter. Der ist es. Da hält schon jemand gegen mit aller Kraft. Da bin ich jetzt zu doof oder was hier? So. Und jetzt muss es knacken. Hier knackt im Augenblick noch nichts. Ich habe jetzt da unten was reingemacht zum Sperren. Jetzt probiere ich hier weiter und hoffe, dass es gleich da bewegt den ganzen Roller. Und da sperrt das auch nicht richtig, weil nur ein so ein Ding drin ist. So, nach stundenlanger Bemühung haben wir es dann endlich geschafft. Ja, und womit? Mit körperlicher Gewalt. Zack, da ist es. So, den Vergaser haben wir also auch komplett sauber gemacht. Ja, habe ich ja extra spezielle Videos. Aber was ich euch noch mal zeigen wollte, ist hier hinten. Seht ihr, das ist das, was zum Luftfilter geht. Das sorgt dafür, dass er weniger Luft kriegt. Weil normalerweise ist das Gemisch 1 zu 14. Also 1 Liter Sprit auf 14 Liter Luft. Und damit er das erreicht, haben die das hier halt so gemacht, damit das Gemisch stimmt. Ich habe das auch mal rausgenommen, aber das war dann nicht so gut. Dann hat er natürlich, ne, stimmte das alles nicht mehr. Dann habe ich es wieder reingesetzt. Dann muss man den Vergaser dann komplett verändern. Dann wollte ich euch nochmal zeigen, wo habe ich es denn? Irgendwo hier war es. Hier. Seht ihr das hier? Der hat also auch eine Vergaserheizung. Ja, ne? Wenn zu Hause die Heizung abgestellt ist, ist ja nicht schlecht, wenn man eine Vergaserheizung hat im Winter. So, wir haben jetzt wieder alles festgemacht. Ne? Ja, hier mit so einem Spezial-Sechskant. Und jetzt fehlt natürlich, weil hier unter saßen auch noch Schrauben, fehlt nur noch, ja, dass ich ihn an reindrücke, den Roller. So, alles gut. So, wir haben jetzt soweit alles wieder zusammengebaut. Vergaser ist wieder drin, Luftfilter ist wieder dran. Hier vorne ist auch wieder dran, weil, was wird es sein? Wahrscheinlich, ne, wird es die Lichtmaschine sein. Die muss ich natürlich jetzt besorgen und warten und vorher kann ich nicht weitermachen. Also haben wir ein Problem. Es gibt wohl noch einen zweiten Teil. Tja, Leute, ich hätte fast noch was vergessen. Ja, ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao. Ja, nee, meine Birne ist nicht drauf.